Lieber Taro, ich heiße dich willkommen zu einem Therapiegespräch mit dir selbst. Nun, leg mir mal vor, was so du gerne therapiert hättest an dir selbst. Also, was stimmt denn an dir nicht? Also, ich habe so Minderwertigkeitsgefühle. Ich fühle mich oft minderwertig, wenn ich mich minderwertig fühle. Außerdem habe ich manchmal so Angst davor, vor Umweltkatastrophen, Umweltverschmutzung, vor Schmerzen und Leiden. Ja, oder Existenzängste. Ja, ich habe so Angst, dass es nicht schön weitergeht, sondern dass es bergab geht. Dass die Karre in den Mist fährt und es nur noch stinkt. Horror! Ja, aber nun bleiben wir erstmal bei den Minderwertigkeitsgefühlen, lieber Taro. Du fühlst dich also minderwertig. Ja, manchmal. Und? Wo fühlst du dich denn minderwertig? Wo? Wie soll ich es jetzt lokalisieren? Meinst du in einem Körperteil? Ich glaube, es ist mehr so Kopf, Brust, Bereich. Ja, da ist die Minderwertigkeit. Ja. Du minderes Geschöpf. Es kommt natürlich daher, dass du eine Geschichte von dir hast, in der du dich dann wahrscheinlich mit anderen vergleichst, die ein scheinbar schöneres, erfolgreicheres Leben haben wie du. Und nicht hier hocken und sich an einem Stein festhalten müssen und mit sich selber sprechen, damit sie ein bisschen Freude empfinden. Nein, damit sie mit sich selbst klarkommen. Jetzt kommen Sie mal mit sich selbst klar, Herr Taro. Oh ja. Fast. Mach ich. Wie soll ich es anstellen? Wo bin jetzt ich? Und wo ist jetzt mein Selbst, mit dem ich klarkommen kann? Das habe ich noch nicht kapiert. Mein Selbst? Ich? I, myself, me, myself and I. Me, was ist denn das? Me. Me, 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 Also mein Selbst und ich. Nein, ich, mein Selbst und mehr. Mir, mich, mir, mein. Mich, mir, mein, mir, ich, mein, selbst, mich, mir, mein, mir, ich gebe mich, mir, meinem Selbst willkommen hin, damit ich nur noch eins bin, ich will nicht mehr mein Selbst, mich und ich sein, sondern nur noch. Ja, solange ich das will, bin ich noch in mir selbst gespalten, ein tiefer Abgrund. Hat sich in mir aufgetan. Herr Therapeut, können Sie diese Lücke füllen? Das ist der Andreasgraben, der ist noch viel tiefer als der Graben. Das Gefühl der Trennung, ich konnte es mit nichts auflösen. Nicht mit, vielleicht für einen Moment. Aber es hat nicht angehalten. Nein, alles, was ich gemacht habe, hatte nicht das Gefühl. Aufgelöst, der Trennung. Da spricht er schon gern drüber, dass er sich einsam und getrennt fühlt. Ich will nicht alleine sterben, wenn ich dann mal alt bin. Ich vor allem. Ja, Gott, oh Gott. Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott.
Götterchen! Gott, wo bist du? Gott, du hast mich verlassen in dieser tiefen Stunde der Selbstverwirrung. Ja, kläglich, jämmerlich. Beklage ich mich bei mir selbst. Ich höre mein Jauchzen und Johlen. Kikori! Mit die Akzeptanz, der Nicht-Akzeptanz, die Akzeptanz. dieses Therapiegespräch kam aus den Fugen. Die Fugenmasse war noch nicht getrocknet. Ich wäre ausgerutscht drauf in der Fuge. Hat die Masse rausgerutscht und flutscht und weitergeschlittert hinein ins Wurmloch und ins schwarze Loch. Vom Wurmloch ins schwarze Loch. Vom schwarzen Loch in die dunkle Materie sich verwandelt. Von der dunklen Materie, paff, Antimaterie, Licht, Fusion, nein. Von der dunklen Materie zur Materie und zur Antimaterie und die knallen aufeinander, beide. Antimaterie und Materie und ein Penger, auf einmal gleißendes Licht. Der Raum ist erfüllt von absolutem Licht. Ja, aber dann wird's wie ein Dunkel. In der Nacht. Der dunkle Nacht der Dunkelheit. Aber es ist nie zu spät. Oder immer zu spät. Es ist immer zu spät. Dafür ist immer zu spät. Es ist gut. Immer zu spät. Danke, danke, nie danke, nie danke. Oh, was? Was? Was hast denn du jetzt, gell? Hast du schon? Hast du schon? Ich hab schon, ja, wir haben schon, gell? Es ist mir schon zu früh fast, gell? Hast du schon? Nein, ich weiß nicht, gell? Ich weiß nicht. Wie schön.